Mein Name ist Martin Pilkram. Ich bin aktuell Rentner. Ich habe vorher bei der DLR in Oberpfaffenhofen in der Raumfahrt gearbeitet, in Kaiserslautern Mathematik studiert. Ich bin in eine sehr katholische Familie geboren worden. Deswegen bin ich dann am Ende von meiner Schulzeit zur Bundeswehr gegangen und habe dann erst am Ende von meinem Studium den Wehrdienst verweigert. Es ging dann ein bisschen hin und her, erst beim zweiten Anlauf, weil man ja sein Gewissen damals noch prüfen lassen musste. Und in dem Zusammenhang mit dieser Verweigerung bin ich auf Pax Christi gestoßen, katholische Friedensbewegung, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Versöhnung mit Frankreich gegründet wurde. Und man kann vielleicht sagen, mit dem Studium bin ich auch ein bisschen politisiert worden. Erst in der Eine Weltarbeit, dann über meine Kriegsdienstverweigerung in der Friedensbewegung. Das war damals auch zur Zeit der Nachrüstung. In Deutschland wurden dann die Pershing 2 aufgestellt, nachdem in Russland oder im Ostblock, damaligen Ostblock, die SS-20 aufgestellt waren. Die großen Demonstrationen dann in Bonn habe ich miterlebt und das war dann so der Übergang von meiner Eine Weltarbeit zur Mitarbeit in der Friedensbewegung. Bei Pax Christi bin ich deswegen gelandet, weil ich dann bei der Kriegsdienstverweigerung einen Beirat brauchte, der mich dabei unterstützte. Ja, und die erste Aktion, die wir so mitgemacht haben in Gilching oder auch in München, war Aktion gegen die Nachrüstung damals. Damals wollten die Deutschen oder die NATO eine Antwort auf russische Mittelstreckenraketen geben und haben dann auch ihre Pershings in Europa oder in Deutschland aufstellen wollen. Das Ganze wurde dann 87, glaube ich, dann auch wieder per Vertrag geregelt und die wurden dann wieder abgezogen. Auch wir in Gilching haben unseren Bürgermeister dazu gebracht, dass er Mitglied bei den Bürgermeistern für den Frieden wurde. Seit 2000 bin ich in der Diözese München und Freising der Vorsitzende von Pax Christi und seit vorigem Jahr auch der Vertreter von der deutschen Sektion im Internationalen Rat von Pax Christi in Brüssel. Pax Christi selber ist die katholische Friedensbewegung, die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet haben, auf dem Hintergrund der Aussöhnung mit Deutschland. Und heute ist Pax Christi mehr oder weniger überall in der Welt vertreten. In Deutschland der aktuelle Schwerpunkt der Arbeit, den wir hier auch in München vertreten, ist aktive Gewaltfreiheit. Wie können wir dem allgemeinen Trend, der sich auch im Zuge des Kriegs in der Ukraine hier gegeben hat, Aufrüstung, mehr Schrei nach Sicherheit, der sich vorwiegend in Aufrüstung widerspiegelt, entgegenwirken. Wir haben im letzten Jahr im Zuge von dem 100-Milliarden-Programm für Befähigung der Bundeswehr in München uns auch mit anderen Gruppen zusammengeschlossen aus dem vorwiegend sozialen Bereich, Gewerkschaften, politischen Parteien, vorwiegend Jugendorganisationen, um einen Kontrapunkt zu dieser Aufrüstung zu setzen. Wir werden nach dieser Legislatur auch wieder darüber reden müssen, wo danach die nächsten 100 Milliarden herkommen. Neben dem Teil der Bewaffnung in Deutschland oder der Aufrüstung in Deutschland sind wir auch sehr stark aktiv im Bereich Rüstungsexporte. Auch heute glauben wir, es wäre nicht sinnvoll, überall in die Welt deutsche Rüstungswerte zu liefern. Aktive Gewaltfreiheit sehen wir als einen Gegenpol zu militärischer Sicherheit. Wir sehen ja auch, dass gerade Kriege nicht sehr positiv auf die Klimaentwicklung einwirken. Auch die soziale Frage, wenn wir viel Geld für Rüstung ausgeben, dann bleibt anderswo das Geld einfach weg. Gerade wenn wir über Kindergrundsicherung und Ähnliches reden, sehen wir das als erstes, wo das Geld einfach fehlt. Wir finden es aus Starnberger Sicht
wo ich ja im Landkreis Starnberg lebe, schwierig, dass der einzige Bürgermeister, der Gilchinger Bürgermeister ist, der den Bürgermeister für den Frieden beigetreten ist und dann immer Anfang Juli auch seine Fahne der Bürgermeister für den Frieden hisst. Schade, dass alle anderen Bürgermeister unserem Aufruf, sich dazu engagieren, nicht gefolgt sind. Pax Christi hat sich im Rahmen vom Bayernpakt für eine sozialökologische Transformation ausgesprochen. Heute heißt das Konstrukt nicht mehr Bayernpakt. Das war eine Petition, die wir mit in den Landtag eingebracht haben, wo der Landtag dann der Landesregierung empfohlen hat, sich damit auseinanderzusetzen und da etwas einzuleiten. Die Landesregierung hat das ignoriert. Heute versucht man im Zuge auch von den Landtagswahlen jetzt, im Zuge von der sozialökologischen Transformation, die vorwiegend oder einen großen Teil von dem Jesuiten Jörg Alt, den man auch von der letzten Generation kennt, voranzubringen. Und da ist auch Pax Christi mit engagiert. Heutzutage, wo wir am Ende von Juli sind, Anfang von August, wo wir wieder das Gedenken an Hiroshima haben, müssen wir sagen, auch dort in der atomaren Aufrüstung und in der atomaren Bewaffnung kommen wir keinen Schritt vorwärts. Die deutsche Bundesregierung hat sich meiner Meinung nach sehr stark von der Absicht entfernt, atomar abzurüsten. Man beschafft neue Bomber, die auch die neuen Atomwaffen in Büchel in die Ziele tragen kann. Wir setzen uns nachhaltig für die Sicherung von Frieden und Freiheit in der Welt ein. Aber wir wissen auch, dass nur ein beharrliches Eintreten möglichst vieler Menschen für Frieden letztendlich dazu beitragen kann, unsere Welt sicherer und den Politikern oder einem dummen Zufall überlassen, ob wir in Frieden weiterleben können oder nicht. Ein jeder muss sich für unser aller Überleben einsetzen. Keiner kann sagen, er, sie hätte es nicht gewusst, wie zerbrechlich der Frieden ist. Wir machen uns alle schuldig an einem möglichen Untergang, wenn wir nicht dazu beitragen, die Macht, die Kriege anzettelt, zu zerschlagen. Es ist schwierig genug, 3 Schritte vor, 5 zurück, wenn wir gerade die USA und die Türkei und Syrien und. Jede und jeder an seinem Platz, egal wo, ob jung oder alt, dass die für den Frieden verantwortlichen Politiker als Verbrecher an der Menschheit gemaßregelt werden. Solange jedoch sich diese Einsicht nicht vollkommen durchsetzt, so lange werden wir weiterhin in Unsicherheit leben. Wir haben immer noch einen langen, mühevollen Weg vor uns. Es genügt nicht, den Frieden nur zu wollen. Wir müssen für den Frieden auch kämpfen. Arbeiten wir eisern weiter an dem Ziel für den Frieden in der Welt. Wir müssen das Übel an der Wurzel anpacken. Für eine Welt ohne Krieg, für eine Welt ohne Atombomben. Wir müssen gemeinsam für den Frieden und für die Zukunft unserer Kinder und Enkel und Kindeskinder einstehen.